In Hamburg sagt man Moin und somit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr seht, ich muss hier ein bisschen Cardio machen. Das Schweinchen ist zu dick und deswegen morgens auf nüchternen Magen gleich eine halbe Stunde Cardio. Ich hasse es, aber egal. Was muss, das muss. Das hast du mir auch selber angefressen, ne? Und danach geht's an den Strand und heute Abend zum Training. Also, seid gespannt. So, Cardio ist fertig. Und bevor ich jetzt duschen gehe, muss ich erstmal was essen. Ich hab doch schon sehr Hunger. Heute gibt es Proteinpfannkuchen, Casein-Pfannkuchen mit ein bisschen Diätmarmelade. Und das war's dann auch schon. Und ein bisschen. Schönen Badam. Und wird ja gerne aus der Hand gefüttert. Stranddecke, Kameratasche, Essenstasche, Hundeleine, Sonnenschirm, Frau. Und Hund ist auch schon im Auto. Los geht's. So, unser Lager haben wir aufgeschlagen. Die Digga hat auch schon ihren Platz gefunden. Und jetzt werden wir einfach mal die Sonne hier genießen und uns nicht von der Laude nerven lassen. Wie sieht denn dein Gesicht jetzt aus? Wir waren 3 Stunden jetzt hier. Knapp 3 Stunden, ja. Ein bisschen Farbe gekriegt, aber dann habe ich auch irgendwann die Schnauze voll, weil nur rumliegen, das kann ich auch nicht. Vor allem mit dem Gewicht und so, das schockt alles nicht. Und eine Wasserratte bin ich auch nicht. Also bauen wir wieder ab jetzt, ne? Muschen, auch mal zum Wohnhause. Ja. Außerdem wollen wir noch zum Sport heute und auch noch ein bisschen was am Zelt. Ein bisschen Durst hat man nach dem Strand. Schön wieder in Dosen gibt's, die schmecken sie besser. Ah, das blärt. Wir sind wieder zu Hause und jetzt gibt es erstmal ein bisschen Essen. Wie ich euch ja gesagt habe im ersten Video schon, ich habe das Glück, dass meine Frau das macht. Ich muss hier gar nichts machen. Kann ich auch nicht, glaube ich zumindest. Ein bisschen Chicken mit Kurkuma, Pulver und hier. Das ist nur den Teller da auch. Ein bisschen Reis. Essen ist fertig, kleine Portion für den Dicken. Wir werden dann noch ein bisschen Fernseh gucken, vielleicht noch ein Mittagsschläfchen machen und dann geht es ab zum Training. Auf geht's zum Training. Und der alltägliche Trainingsmix. Wahnsinn, geht wieder los. Ein bisschen ECAs mit erhöhtem BCA-Anteil und Kirschgeschmack. So, einer steht drauf, wir nehmen anderthalb. Zur Kirsche passt bekanntlich Cola, BCA-Fuel, Cola-Geschmack. Wenn die Dosen nicht mal so klein wären. Ein bisschen Arginin. Sieht auch aus wie Kokain. So. Und zu guter Letzt ein bisschen Zitronin. Nach dem Training natürlich, selbstverständlich, Battleway heute mal mit Vanille. Das einzige Problem ist, dass ich mit meinen dicken Tatzen nicht so gut in die Tüte reinkomme. Also mein lieber Sponsor, wenn ihr mich gerne habt, dann bitte größere Tüten. Zwar mit der Rettungskapsel.
Heute, meine lieben Freunde, stehen Schulden auf dem Programm. Wie ihr sehen könnt, doch ein bisschen den Pelz verbrannt, was so 3 Stunden Ostsee dann doch ausmachen können. Ich hoffe, das ist morgen ein bisschen besser. Ja, wir machen Schultern. Ich sitze hier andersrum, weil ich andersrum, also so, dann nicht in die Maschine reinkomme, nicht so gut. Und von hier kann ich halt einfach besser greifen. Deswegen mache ich es andersrum. So, Training ist durch. Das waren heute 4 Übungen, eigentlich 5 oder 6. Aber das eine war eine Spezialübung, wo wir 3 Übungen in einer hatten und dann praktisch 4 Sätze gemacht haben, A30 Wiederholung, jeweils 10 für die Übung und 4 weitere Übungen. Das langt für heute. Die verbrannten Pelzschultern sind voll. Und jetzt gibt es noch einen Shake, dann geht es nach Hause und dann gibt es endlich Steak. Das ist und bleibt Männersache. Fleisch und Grillen. Letzte Mahlzeit für heute. Meine Lieblingsmahlzeit, mein Highlight des Tages. Steak und ein paar Pommes. Und natürlich ein bisschen Ketchup dazu. Guten! Wir gehen unsere letzte Runde. Und danach gibt's noch was zu essen? Ja, ein paar Nüsse vielleicht oder so. Mal gucken, was ich noch so finde. Ja, und dann ist der Tag rum. Ich hoffe, mein 2. Vlog hat euch ein wenig gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Hamburger Jung.